Den Haro habe ich wahrscheinlich kennengelernt in der Galerie 22 in Düsseldorf. Das waren wohl so die Zusammenhänge. Durch Jean-Pierre Wilhelm habe ich Haro Laus kennengelernt und durch Haro Laus Mary Bauermeister. Stellte sich natürlich heraus, bei der Mary kann man was machen, nicht? Die lädt Publikum ein. Da kann man Kompositionen präsentieren und da kann man diskutieren. Und die Idee, dass ich da ein Manifest verlesen soll, war allerdings von ihr. Die war nicht von mir. Und dass ich zunächst Vorbehalte gegen diesen Auftrag von Mary hatte, das merkt man, glaube ich, dem Beginn des Textes, wenn ich ihn jetzt hier liegen sehe, noch an. Die Gründe, die dagegen sprechen, heutzutage etwas Manifestäres zu äußern, sind so schneidend, dass prohibitiv gar kein Ausdruck ist. Also das sind, glaube ich, die Vorbehalte, die ich gegen den Auftrag hatte, eingeflossen. Und der ganze erste Absatz des Textes ist wohl ein Wegräumen meiner eigenen Vorbehalte dagegen, ein Manifest zu schreiben und zu verlesen. So relevant freilich ist Kunst nicht. Was sie eigentlich immer noch soll, nachdem sie jede offenbare gesellschaftliche Funktion eingebüßt hat, weiß eh niemand mehr genau anzugeben. Der Verdacht ist nicht abzuwehren, es werde noch Kunst gemacht, einzig aus Tradition, weil dies so eingerissen ist, und zwar teils aus jener Tradition, die Gustav Mahler als Schlamperei definierte, teils aus der allerdings gar nicht so schlechten, die seit je einen Negationszusammenhang darstellte, eine Genealogie des Umsturzes, auf die man sich berufen dürfte, wenn man sich überhaupt noch positiv auf etwas berufen könnte, ohne es spätestens dadurch endgültig auf den Hund zu bringen. Weiter hilft vielleicht die Überlegung, dass es Kunst, den verbindlichen ästhetischen Gegenstand, nicht immer gab. Dass es ihn nicht immer geben wird, liegt heute oben auf, denn in der gegenwärtigen Produktion wird allenfalls noch mit rätselhaft respektierten Resten davon gearbeitet, deren Verschwinden vorauszusehen. Der Gedanke ist gar nicht von mir, sondern von Hegel. Der ist von Hegel. Die Aufhebung der Kunst in der Erkenntnis. Dass die Erkenntnis über die Kunst hinausreicht und die Kunst dann also irgendwann in der Philosophie aufgehen wird und als selbstständige Sparte nicht weiter betrieben wird. Der Absatz beginnt mit der Feststellung, dass sie keine gesellschaftliche Funktion mehr hat. Nicht, die sie einst hatte in der Kirche zum Beispiel oder bei Hofe. Oder die sie immer noch hat, natürlich in Form der Unterhaltungsindustrie. Da wäre ich aber mehr fürs Abschaffen. Der Sinn der Kunst nicht mehr in einem außer ihr selbst gelegenen Zweck liegt, sondern in ihr selbst, wird sie dadurch in gewisser Weise auch ausgehöhlt. Wenn sie eine Berceuse ist, ein musikalisches Gebilde, das die Funktion hat, Kinder einzuschläfern. Und solange es so etwas gab, konnte man eine gute und eine schlechte Berceuse unterscheiden nach der Zuverlässigkeit ihrer Wirkung. Die Berceuse von Chopin hingegen dient nicht mehr dazu, Kinder einzuschläfern, sondern es ist eine autonome Komposition, die große Aufmerksamkeit vom Hörer verlangt, also große Wachheit. Und wer da einschliefe, wäre entweder übermüdet oder ein Barbar. Also die Funktion ist damit weg. Das ist natürlich ein Text von damals. Heute würde ich einen Text mit dieser Tendenz nicht mehr schreiben. Eines ist allerdings geblieben. Aus dieser Zeit stammt auch mein Diktum,
Der Rang eines Künstlers misst sich nicht an dem, was er schafft, sondern an dem, was er abschafft. Und dazu stehe ich eigentlich immer noch. Ja. Das klingt auch hier schon an, wenn ich sage, also Tradition in einem authentischen Sinn ist ein Negationszusammenhang. Also Überlieferung ist in sich selbst kritisch. Wenn sie das nicht ist, ist sie Schlamperei. So viel jetzt zur Interpretation dieses Absatzes. Als sie merkte, dass ich da einen gewissen Widerstand habe, dann, ich glaube, da brachte sie dann schon das Honorar ins Spiel. Ich bin für den Text honoriert worden. Aha. Geld habe ich gebraucht. Und sie hatte damals auch keines, aber irgendwie hat sie es aufgetrieben. Ich weiß nicht genau woher. Ich nehme an, dass das eine Spende von Ernst Brücher war, die ihr ermöglicht hat, mich sehr gut zu honorieren für dieses Manifest. Das habe ich in Köln einmal gelesen bei Mary Bauermeister. Und dann im Herbst, das war im, ich weiß nicht mehr das Datum, natürlich in Stockholm. Und die hatten damals Nam June Paik nach Stockholm eingeladen, mit mehreren Kompositionen, die er selbst aufführte. Darunter auch die berühmte Hommage an John Cage, wo er das Klavier umwirft. Und in der großen Version auch Zuhörer mit Rasierseife einseift und einem die Krawatte abschneidet. Eine Idee, auf die er mal durch die Kölner Weiberfastnacht gekommen sein durfte. Also es ist ein Kastrationssymbol. Ne? Auch. Ja, sicher. Zur Weiberfastnacht, da herrschen die Weiber und kastrieren die Männer, nicht? Das ist symbolisch. Also dieses Programm fand bei Völklingen in Stockholm statt und da hat man mich eingeladen, dieses Manifest noch einmal zu verlesen. Und zwar nicht als Einführung in den Paik-Abend, sondern als eine Programmnummer zwischen den Paikschen Kompositionen. Wie Cage, der normalerweise keine Krawatte trug, hier zu Ehren von, ja, auch zu Ehren von Paik und zu Ehren von Mary, also sich in eine gewisse Garderobe steckte, hier so mit hatte, aber der hat sich irgendwie hergerichtet, als ob Sonntag wäre. Ne? Und die Krawatte hat dran glauben müssen. Das war außerordentlich ungezwungen bei ihr. Da zog jeder an und aus, was er wollte. Das war überhaupt eine sehr ungezwungene Atmosphäre bei ihr und die ganze Geselligkeit, die dort blühte, vor allem Künstler natürlich, hatte dieses ungezwungene Freie. Und Cage muss sich was Besonderes dabei gedacht haben, als da will er mal so ganz gut angezogen auftreten. Das war eine Pointe, ne? Eine vielleicht etwas ironische Pointe. Nun gut, also jedenfalls normalerweise trug Cage keine Krawatte. Und als er mal eine trug, wurde es eben abgeschnitten. Und das im Rahmen der Aufführung einer Komposition, die ihm gewidmet war, deren Titel schon lautet Hommage an John Cage. Nicht nur gewidmet, sondern die Widmung ist der Titel des Werks. Ich habe das damals gedeutet als einen Ausbruch der Kunst aus dem abgezirkelten ästhetischen Bereich. Also die ästhetische Distanz zum Betrachter, die so das Erhabene des Kunstwerks ausmacht, nicht, dass es ein wenig fern ist, nicht herausgehoben
aus der Kontinuität der empirischen Welt, das hat der Pike kassiert. Nicht? Das sind diese Momente in der Komposition, auch der Rosenkranz, den er ins Publikum wirft. Ich habe ihn hier in den Kopf bekommen, aber das, für den, der ihn in den Kopf bekam, war das schmerzhaft. Und wenn er das machte, bekam man Angst, man duckte sich weg. Das ist viel später dann, glaube ich, von Grotowski und vom Rotin Theater, so von gewissen avantgardistischen Theatertruppen übernommen worden. Ich glaube, der Erste, der so etwas gemacht hat, eine wirkliche physische Aggression gegen das Auditorium gerichtet, gegen die Zuhörer und Zuschauer, war wohl schon Pike. Jedenfalls, ich kannte damals nichts anderes. Für mich war das das erste Mal und das war ein Schock. Und ich erinnere mich noch, ich habe das damals interpretiert als eine Übersteigerung, also als eine extreme Steigerung des Expressionismus oder der Ausdrucksgewalt von Kunst. Dass sie die ästhetische Distanz verletzt, überschreitet. Es war Adorno, der es anders auffasste. Nicht? Der mir damals sagte, also, lieber Metzger, das ist kein Expressionismus, das ist Dadaismus. Allerdings eine Radikalisierung des dadaistischen Konzepts. Dass es eine Radikalisierung war, darüber waren wir uns einig, Adorno und ich. Aber ich habe ja auch, als ich die ersten Kompositionen von Cage hörte, zwei dieser Timelapse-Pieces für Klavier, nicht, was Tudor und Cage gleichzeitig aufgeführt haben. Zuerst in Donaueschingen und dann, da war ich nicht dabei, aber dann in Paris und da habe ich es erlebt. Das habe ich damals auch als Steigerung des Expressionismus missverstanden. Und die Hilfsinstrumente, die für Pianisten so ungewöhnlich sind, nicht, bei der Aufführung eines Klavierstücks, dass man da Trillerpfeifen und Kindertröten und solche Geräte verwendet, das habe ich nicht als dadaistisches Aufbrechen des ästhetischen Zusammenhangs damals rezipiert, sondern ich habe es wirklich missverstanden als Ausdruckssteigerung. Aber er war bei einer dieser Veranstaltungen da in Köln. Ich weiß nicht mehr genau, bei welcher, aber wir sind uns mal bei einer Veranstaltung im Atelier Mary Bauermeister begegnet, Adorno und ich. Was improvisiert war, ist nur zum Teil. Einiges war improvisiert. Aber Cage zum Beispiel ist ein absoluter Improvisationsgegner gewesen. Da musste man sich eben für jede Aufführung eine neue Version ausarbeiten, ne? Und die dann so streng spielen, als wäre es von Beethoven oder von Max Reger. Cage war ein ausgesprochener Gegner des ganzen Improvisationswesens. Und bei Busotti war das so ein bisschen dazwischen, nicht? Also auch von Cage beeinflusst, nicht? Und also Elaboration von Versionen, das spielte schon eine Rolle, aber es waren bei Busotti viel mehr spontane Freiheiten drin, die er dann später wieder abgeschafft hat. Das war nur damals so eine Explosion, eine libertäre Explosion. Das war ein historischer Moment, wo wir alle das offizielle Kunstleben im Allgemeinen und das Musikleben im Besonderen nicht mehr ertrugen. Das fanden wir also wirklich zum Kotzen. Und entsprechend wurde dann da gekotzt. Ne? Und wir haben richtig bedauert, die Komponisten wie Stockhausen, die damals, nicht, dieses Kontrafestival bei der Mary fand ja gleichzeitig mit dem offiziellen Weltmusikfest der IGNM statt.
Da war die Uraufführung der Kontakte von Stockhausen. Aber bei Mary war er auch dabei. Also er war der Einzige, der auf beiden Schultern was trug. Und dass er sich da nicht dieselbe, in der Situation, einfach nicht dieselbe Einseitigkeit erlauben konnte wie wir. Dafür haben wir ihn bedauert. Da war eine gewisse Mitleidsempfindung mit dem Spiel. Dass er offiziell auftreten muss beim IGNM-Weltmusikfest. Naja, er musste. Die Originale sind ein Theaterstück, das einzige, das ich kenne bis heute, wo die auftretenden Personen sie selber sind, sich selbst spielen. Im vierten Piece von Cage ist das auch der Fall, aber da spielen sich die Mitwirkenden nicht selbst als Personen, sondern als Funktionen. Nicht, dass der eine Musiker ist und der andere Schauspieler und einer Tänzer und einer Beleuchter. Also er spielt sich als Vertreter seines Faches. Und in den Originalen von Stockhausen spielt sich jeder als die Person, die er ist. Wobei der Beruf, den jeder hat oder nicht hat, eine Äußerlichkeit ist, die gar nicht so wichtig ist. Auf die Person kommt es an, in dem Stockhausenschen Stück. Das ist die große Differenz zum vierten Piece von Cage. Das Atelier war in der Lindgasse, in dieser rekonstruierten Altstadt von Köln. Das war eigentlich... Ich sagte damals, das Atelier ist da, wo einmal Köln war, vor der Zerstörung. Und von dem rheinseitigen Fenster des Ateliers konnte man auf die Hohenzollernbrücke sehen und die Züge ein- und ausfahren sehen. Man sah auch die Züge kommen, mit denen Gäste kamen, die man erwartete. Man wusste, der ist jetzt in dem Zug. Auch das war bei anderen Konzertveranstaltungsorten so ja nicht der Fall. Ja, es war, wenn auch für nicht so lange Zeit, aber es war damals der Mittelpunkt der Welt, der Lebensmittelpunkt. Doch, das gab es schon. Finnegan's Wake von Joyce. Und Helms war eben derjenige, der den Weg von Joyce noch ein Stückchen weiter ging. Ein relativ kleines, aber sehr steiles Stück, ein sehr radikales Stück ist er diesen Weg weitergegangen. Und da fing die Literatur sogar so an, in Musik umzuschlagen. In späteren Werken von Helms Nachfahren Manisquau, die leider Fragmente geblieben sind, zum Beispiel die Geschichte von Yahut, da geht das noch weiter. Das ist eigentlich schon, ich nannte das damals Literatur sonore. Also nicht Musik, sondern klingende Literatur. Inzwischen hat die Medienentwicklung dazu geführt, dass es so sonderbare Dinge wie Hörbücher gibt. Also, ich saß, als ich nach Köln kam, und das war der Grund, um nach Köln zu gehen, in der ersten Phase der Arbeit an dem, was später Famanisquau wurde. Und es gab dort eine Struktur, die ich unbedingt realisieren wollte, die sozusagen wiedergibt in 8 Schichten, was im Bewusstsein eines Menschen vorgeht, der im Begriff ist zu ertrinken, der sich aber schließlich tatsächlich ans Ufer retten kann.
Und ich wusste, wie ich das auf Papier realisieren konnte, nämlich indem ich 8 Texte nebeneinander auf ein großes Leporello setzte. Nun, diese 8 Schichten sind aber synchron. Sie laufen synchron ab im Bewusstsein, da oben. Nicht? Und das kann man auf Papier nicht realisieren, denn egal wie dünn das Papier ist, man kann schon die dritte Schicht nicht mehr lesen. Wenn man es auf ganz dünnes Papier druckt und übereinander legt, nicht? Also das geht nicht. Also gab es nur die Möglichkeit, diese Struktur mit Hilfe der Akustik zu realisieren. Und um das so korrekt machen zu können, wie ich das vorhatte, hatte ich eben einmal bei diesem ersten Besuch gefragt, ob es möglich sei, dass ich im Studio einige Experimente machen könnte. Ich hatte König gefragt, ob er mir behilflich sein würde. Da hat er ja gesagt und einmal sagte er auch ja. Sagte mir aber gleich, ich kann Ihnen aber nicht zahlen, denn Sie wollen ja kein elektronisches Stück realisieren. Und dann bin ich eben Anfang 57 nach Köln gekommen und habe 57, 58 mit König im Grunde nur an dieser einen Struktur gearbeitet. Dazu gehörten gewisse Experimente, um herauszufinden, wie die Einschwingvorgänge von bestimmten Konsonanten oder Vokalen ablaufen. Denn darüber gab es keine Klarheit. Und das interessierte Meyer-Eppler auch sehr, deshalb kam er häufiger rüber. Und wir haben Experimente gemacht und das realisiert. Und schließlich waren wir so weit, dass wir diese Struktur 1-1 aufnehmen konnten. Und da nun ohnehin zu dem Buchfarmer Niesquau eine Schallplatte notwendig war, entschloss ich mich dann, einige weitere Strukturen, die keine besonderen technischen Probleme boten, die nur interpretatorische Probleme mir bereiteten, auch aufzunehmen. Struktur heißt bei Farmanisquo so viel wie Kapitel. Das Buch besteht aus 5 Hauptstrukturen, die haben römische Ziffern 1 bis 5 und die haben wiederum Unterstrukturen, die haben andere, also arabische Ziffern von 1 bis sowieso. Ich glaube, 13 ist die höchste Zahl. Im Grunde jeder, der ins Studio eingeladen wurde, hat dort experimentiert. Zum Beispiel die Filter, also die Geräuscherzeuger, nicht, benutzte und verschiedene andere Geräte, die dort zur Verfügung standen. Denn zunächst mal wusste ja keiner, was er dort eigentlich mit seinen musikalischen Ideen umsetzen konnte. Also musste das alles erstmal in Erfahrung gebracht werden. Und sobald jemand das Gefühl hatte, sagen wir zum Beispiel Herbert Brunn oder Ligeti. Sobald jemand von diesen Leuten das Gefühl hatte, er weiß jetzt, was er damit anfangen kann, hat er komponiert und dann nach dieser Komposition ein Stück mit Hilfe dieser Apparaturen realisiert. Nicht Stockhausen war in der Tat einer der ersten,
Aber er hat das Studio ja nicht begründet, das war Herbert Eimert. Und ich glaube auch, dass eins der ersten Stücke, die dort realisiert wurden, war ein Eimert-Stück. Und es gab noch andere Stücke von, ich weiß jetzt nicht wem, Holländern, Belgiern oder so, die auch vor Stockhausen schon da waren. Es kann auch sein, dass Königsklangfiguren schon vorher entstanden sind. Und Karl-Heinz hat dann eben dort auch ein Stück realisiert. Und dann interessierte ihn diese Verbindung mit Sprache. Das ist dann der Gesang der Jünglinge, nicht? Um den zu realisieren, da das mehrkanalig gedacht war, wurde speziell von Siemens für ihn, für den WDR, aber im Grunde für ihn, eine Vierkanalmaschine beschafft. Nicht, das war die erste Mehrkanalmaschine überhaupt in der Welt. Sowas gab es nicht. Gab ja auch noch kein Stereo oder so. Nicht, das war alles noch unbekannt. Gab auch noch keine kleinen Bandkassetten. Nicht, also das war technisch alles noch etwas unvollkommen. Aber diese Maschine wurde beschafft. Die wurde in einem besonderen Raum untergebracht. Und mit der hat Karl-Heinz dann, ich nehme an, mit Hilfe eines Technikers, sein Gesang der Jünglinge realisiert. Vorher hatte er in Bonn ein Jahr mit Werner Meyer-Eppler Phonetik studiert. Genau. Im Januar 1959 war meine erste öffentliche Lesung aus dem Buch in der Galerie 22 bei Jean-Pierre Wilhelm in Düsseldorf. Und die heißt ja 22, weil sie im Haus Kaiserstraße 22 sich befand. Und damals trug das Buch noch einen anderen Namen. Mhm. Es hieß nicht Farm Amigau, also die Farmer vom Amigau und Ahnengau, sondern es hieß damals noch Imre Anisgua. Mhm. Also dieser ungarische Name Imre steht für in Sachen, in Res. Nach dieser Lesung da in Düsseldorf muss ich entschieden haben, das ist noch nicht der optimale Titel. Und dann entstand schließlich Farmanisgau. Und das Buch ist ja nach meinen Schreibmaschinenvorlagen gedruckt worden. Und da damals die Farbbänder in den Schreibmaschinen noch nicht absolut einwandfreie Abdrücke von Buchstaben erzeugten, musste ich dann, das war irgendwann im Sommer oder Herbst 59, mich nach Bergisch Gladbach in die Druckerei begeben und auf einem Lichttisch alle Buchstaben, die nicht einwandfrei lesbar waren, auskratzen oder sauber kratzen. Das tat meinen Augen gar nicht gut, aber das war notwendig. Ich war bei allen Veranstaltungen und war Mitwirkender wahrscheinlich mindestens bei der Hälfte. Ich habe ja sogar in einer dieser Pike-Veranstaltungen mitgewirkt. Davon gibt es ein Foto, das hatte ich vergessen. Welche? Naja, das muss diese Hommage an John Cage gewesen sein. Nicht? Und da gibt es ein Foto, das zeigt, ich sitze oben auf einer Trittleiter und lese von einer Küchenpapierrolle. Offenbar Auswendiges aus Farmanisgau. Nicht, dass der Fotograf, der Lever, hat mir das Foto gezeigt und mich daran erinnert.
Nicht? Und er erinnerte sich auch noch an das, was ich da getan habe. Ich hatte das vergessen. Kognitive Ejakulation. Wahrsein. Besontementiell, Mamonek. Timopibis mit Kopenisboisanasaug. Feuerio, spend waterman, muti. Pur mir, betanter Mobidon Piniton. Half angry, aus, ja. Elzwitschern, non schuflichtli, unificari. Elen, vertankt, con, zück, mormur. Und funkten Raunkas on. Trivitirlini zui wing. Hatzen. Babadi, jabadu, papafti, dwoze, kuk. Stribwiftis minok of metgehebe. Heft you not so. Aber Länchen macht, wat you willst. Denks Mischetchen Mixturum muss laufen. Mach schlafen, heißt die Bettchen Haremsfraube in Hydramaus. Harrenruh 6. Schlechter wandeln, gehen, Horen, Uhren, Flaschen, Häkeln, Mündeln, aus als raus will. Kein sein, kommt, drängt, drückt, dreut oder scheut. Sie, Lenzio. Silen, Silux. Ich hatte von elektronischer Musik gehört, sowohl im Nachtprogramm des Deutschen Rundfunks als auch bei Vorträgen in Darmstadt, bei den Ferienkursen. Und ich war dann auch in einem der Jahre in Detmold, einer Akademie, in der ich vorher studiert hatte, für einen Tonmeisterkonferenz oder etwas derartiges. Eine Tonmeistertagung, so hieß das. Und auch da waren Vorträge. Diese Vorträge wurden gehalten von Eimert, beziehungsweise von Professor Meyer Eppler aus Bonn. Beziehungsweise auch, nehme ich an, von Fritz Enkel, dem Chefingenieur am Nordwestdeutschen Rundfunk in Köln. Und davon hatte ich, dadurch hatte ich erfahren, von den Möglichkeiten der künstlichen und elektrischen oder elektronischen Klangerzeugung. Und das interessierte mich sehr, weil ich gerne experimentieren wollte mit musikalischen Umständen, sagen wir mal, Kompositionsweisen, Klangformen und dergleichen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, sozusagen in einer Ateliersituation. Und das hat man als Komponist nicht. Wenn man überhaupt was hören will, dann muss man direkt aufs Podium. Man braucht ein Publikum, Dirigenten, Veranstalter und so weiter. Und aber einfach nur basteln, war doch, seitdem man sitzt zu Hause am eigenen Klavier, ist ja kaum möglich. Und infolgedessen interessierte mich diese Art der musikalischen Experimentiererei sehr. Und infolgedessen habe ich mich damals an alle Rundfunkanstalten in Köln gewandt mit einem Brief, um zu fragen, ob irgendwo bereits Studios bestünden oder Pläne für solche. Weil die Hälfte der Stationen hat nicht geantwortet, die andere Hälfte war negativ, abgesehen von Köln, aber das wusste ich, weil ja die Vortragenden, die ich erlebt hatte, etwa in Darmstadt, kamen ja aus Köln. Aber ich habe nur in Reaktion auf Vorträge und Konzerte, die ich im Nachtprogramm gehört hatte, an Eimert einen langen kritischen Brief geschrieben. Und er soll dann hinterher zu Stockhausen, der mir den Brief natürlich zu lesen gegeben hatte, gesagt haben, oder Stockhausen soll zu Eimert gesagt haben, den Brief brauchen wir nicht zu beantworten. Jemand, der so einen Brief schreibt, der steht demnächst bei uns vor der Tür. Nach meinem Musikstudium und wusste nicht so recht, wie ich weiter sollte. Und ein Studienfreund von mir, dem es offenbar ähnlich ging, schrieb mir einen Brief und sagte, er hätte gerade in der Zeitung gelesen, dass es ein neues Institut gäbe in Köln an der Musikhochschule. Und da würde er gern noch hin zu einem zusätzlichen Studium und ob ich Lust hätte, ihn zu begleiten. Und das hatte ich. Und auf diese Weise bin ich aus dem Grunde nach Köln gefahren mit diesen Mitstudenten zusammen. Und wir haben dort an dem Institut auch tatsächlich dann ein Jahr ungefähr zusammen studiert. Und die Gelegenheit habe ich dann wahrgenommen, um mich einmal persönlich vorzustellen.
Das ist alles ein bisschen kompliziert, aber Lebensläufe sind so. Ich hatte mich ja durch diesen langen Brief, den ich ihm vorher geschrieben hatte, ein Jahr oder zwei Jahre vorher, bereits mehr oder weniger vorgestellt. Und als ich ihn dann persönlich kennenlernte, schickte er mich eigentlich direkt zu Stockhausen, um bei der Arbeit zuzugucken, was ich in dem Augenblick nicht wollte, weil Stockhausen damals für mich noch eigentlich ein unbeschriebenes Blatt war und auch die Art und Weise, wie über Musiktheorie und Musikforschung und neue Klangformen ausprobieren, in einer Weise gesprochen wurde, die mir persönlich nicht so behagte. Aber dann schließlich fand ich doch, dass es mir letzten Endes darum ging, meine eigenen Interessen zu befriedigen und mich nicht an irgendwelche Personen zu ärgern. Sehr bald stellte sich auch heraus, dass es keinen Grund zum Ärger gab. Denn Karl-Heinz Stockhausen war ein außerordentlich lieber, freundlicher, humorvoller, kameradschaftlicher Mensch, mit dem ich in kürzester Frist freundschaftlich verbunden war. Das war überhaupt kein Problem. Dass ich zunächst mit Stockhausen nicht zusammenarbeiten wollte, hatte einen ganz einfachen Grund, nämlich ich wollte experimentieren. Und dazu brauchte ich einen Techniker, der die Apparate bedient oder mir zumindest zeigt, wie man das macht. Ich wollte nicht einen Kollegen. Noch dazu einen, der, wie es schien, bereits weiter avanciert war und dem er bereits die Mikrofone des Westdeutschen Rundfunks zur Verfügung hatte, während ich noch ein völlig unbekanntes Blatt war. Und ich hatte keine Lust, mit einem, was das betrifft, mir sozusagen überlegenen Kollegen da meine eigenen Probleme vorlegen oder verteidigen zu müssen. Ich wollte einen Techniker haben. Und das war der eigentliche psychologische Hintergrund, über den ich mich dann natürlich hinweggesetzt habe. Einer nach dem anderen, denn schließlich, wir hatten nur ein einziges Studio und es konnte nur ein Komponist zugleich arbeiten. Ja, später hatten wir ja zwei Studios, eins oben im dritten Stock und eins im Tiefkeller. Und da konnten zwei Komponisten gleichzeitig arbeiten. Und es kam natürlich auch mal vor, dass in einem demselben Studio zwei Komponisten arbeiteten, aber die waren dann nicht gleichzeitig da, sondern kamen nacheinander, wechselweise. Nee, das ging auch nicht, denn ein Komponist braucht für seine Arbeit das gesamte Studio und da gibt es keine zwei Arbeitsplätze. Gab es damals nicht. Ich könnte mir Studios vorstellen, gegenwärtig, wo in einem ganzen Saal meinetwegen 10 Laptops stehen und an jedem Laptop sitzt ein anderer Komponist und macht seine Klänge mit Kopfhörern auf. Das ist eine völlig andere Situation. Aber damals war es wirklich ein Ein-Mann-Betrieb. Ich meine, es gab ein unaufhörliches, kollegiales Gespräch zwischen Stockhaus und mir, 10 Jahre lang sowieso, aber dann noch mit den Gastkomponisten, die vom WDR eingeladen waren, um dort zu arbeiten, wie Ligeti beispielsweise, oder Evangelisti, oder wie sie alle hießen. Kagel hat da gearbeitet, nicht wahr? Oder Hambreus, der schwedische Komponist, der dann später nach Kanada ging. Und die habe ich dann alle sozusagen verachtet, oder gekränkt, mal von einem berühmten Komponisten zu reden. Aber der arbeitete nicht mit mir, der arbeitete mit unserem Techniker zusammen. Und mit Stockhausen hingegen habe ich viel zusammengearbeitet, das stimmt. Nein, ich war sozusagen, wenn man so will, dadurch, dass ich der als Studioassistent dort mitarbeitete, so ein bisschen der Ansprechpartner, sagen wir mal, nicht? Und alles das, was ich von dem Komponisten A gelernt hatte, oder dadurch, dass ich den Komponisten A kennengelernt hatte bei seiner Arbeit, konnte ich an diesem Bundes wieder den nächsten Komponisten B beraten. Jedenfalls kam A sozusagen durch mich um die Ecke herum wieder mit ins Spiel. Aber A und B haben nicht untereinander. Ja, natürlich, zeitweilig war ja eine ganze Gruppe von Komponisten gleichzeitig da. Da war der Evangelisti, da war der Herbert Brünn und da war der Ligeti und da war der Kagel. Und wir kamen natürlich zusammen, um zusammen irgendwo ein Glas Wein zu trinken oder um Joyce Feeling It's Wake zu lesen. Und solche Geschichten. Und natürlich war da immer auch, aber da war nicht so sehr in erster Linie die Rede von Musik, sondern worüber redete man? Vielleicht über Philosophie, über Politik, über Literatur, über bildende Kunst. Wir fuhren zusammen zum Konzert, da wurde die 6. Maler aufgeführt, im Ruhrgebiet, irgendwo in Essen, glaube ich. Hermann Scherchen dirigierte das. Wir fuhren alle zusammen hin und hörten uns die 6. an. Fanden aber die Aufführung nicht gut und fuhren dann alle zusammen mit der Bahn zurück nach Köln ins Studio. Und da hatten wir einen Tonband von der 6., aber nicht dirigiert von Scherchen, sondern, ich weiß nicht, von Helmut Scholti oder von irgendjemandem. Und hörten uns dann nachts um 3 Uhr oder so noch die 6. Sinfonie nochmal im Studio an.
Also auf diese Weise, aber dann ging es nicht über elektronische Musik. Das war doch eigentlich mehr die Privatsphäre, sagen wir mal, des einzelnen Komponisten. Naja, das wurde natürlich in Gang gesetzt durch Hans G. Helms, durch seinen Farmer Nisquau und sein Interesse an solchen Sprachmontagen. Und er selber suchte oder er beschäftigte sich wahrscheinlich eingehend, ich kann das im Einzelnen jetzt auch nicht mehr sagen, beschäftigte sich mit Finnegans Wake und wollte da so viele unterschiedliche Sprachen vorkamen, wahrscheinlich noch viel mehr als bei ihm in seinem eigenen Werk, möglichst viele Leute um sich versammeln, die in diesen Sprachen zu Hause waren. Helms meinte selbst zwar in allerlei Sprachen zu Hause zu sein, aber doch schließlich nicht in allen. Und so hatten wir in Digiti einen echten Ungarn dabei oder wir hatten in Kagel in Argentinien, dass er Spanisch konnte. Und so gab es, und dann gab es sicher eben dabei, bei meiner Frau kam mit, die einiges Jiddisch konnte, konnte Helms auch, davor für das Englische. Und naja, in jedem Falle, Herbert Brünn, Hebräisch natürlich, und auch sehr gut Französisch konnte, naja gut. So haben wir also alle zusammen uns dann hingesetzt, aus reinem Spaß oder Freude, sagen wir mal, weil schließlich uns James Joyce von seinem Ulysses und dann aber auch von Finnegans Wake eine vertraute Figur war und es spannend war, sich zusammenzusetzen und zu versuchen, das zu analysieren und, will ich gerade sagen, zu übersetzen, aber das Verständnis der einzelnen Sätze zu erarbeiten. Na, sehr weit sind wir damit nicht gekommen. Aber es ist nur ein Beispiel dafür, dass man nicht nur zusammenkam, um Studioprobleme miteinander zu besprechen, sondern mehr in einem sehr viel weiteren kulturellen oder künstlerischen Rahmen. Ich erwähnte schon, dass Architekten dabei waren, dass wir auch Theaterarchitekten besuchten, die mit neuen Architekturplänen beschäftigt waren und der das Gespräch suchte wiederum mit Komponisten oder Literaten, um seine architektonischen Ideen sozusagen zu, ja, ein bisschen anzukurbeln oder zu ergänzen. Und auf diese Weise, dann kam Metzger als Theoretiker, der so ein bisschen über alles bereit war, irgendwelche mehr oder weniger scharfen Bemerkungen zu machen. Das war eine launige Gesellschaft eigentlich. Und das Studio, das elektronische Studio, diente eigentlich als Treffpunkt. Es war meistens der Tiefkeller, das war meine Region. Der Stockhausen war meistens oben in der dritten Etage, in der sogenannten Elf. Ich saß unten im Tiefkeller, hatte da meine Sachen und empfing da meine Gäste, meine Kollegen, die elektronische Klänge machen wollten. Und wenn aber jemand einfach vorbeilief auf dem Wallraffplatz und eben jemand im Studio treffen wollte, der ging in erster Linie in den Tiefkeller. Jedermann wusste, wie man da hinkam. Den Weg musste man wissen, weil der war kompliziert. Aber die Eingeweihten kannten eben den Weg und kamen irgendwie am Pförtner vorbei und durch lange Kellergänge und Heizungskeller und so weiter fand man dann den Weg in diesen atomsicheren Studiokomplex. Und da traf man sich dann zum Plausch. Sonst im Studio, im Komplex des WDR keinen anderen Raum zur Verfügung hatte, wurde uns freundlicherweise, sagen wir mal, dieser Tiefkeller zur Verfügung gestellt, weil das war ein völlig eingerichtetes Studio mit Sprecherraum, mit Schaltraum, mit Tonträgerraum und Sprecherraum, mit allem, was man brauchte. Und da haben wir uns dann unten auch ausbreiten können. Und dann kam also jemand von draußen eben rein, Helms ging eben vorbei, hat aber Campi in der Hohen Straße Kaffee getrunken und kam dann eben vorbei und besuchte mich oder da war gerade der Digiti vielleicht schon da oder der Evangelisti und dann hatten wir ein Gespräch zu dritt miteinander. Und da habe ich auch zum ersten Mal die Mary kennengelernt. Da war ich in Stockhausen und im Tiefkeller beschäftigt, beziehungsweise er kam mit ihr zusammen. Nee, sie kam wohl ihn besuchen, nehme ich an. Und sie kamen dann zusammen, er führte sie rum und die beiden kamen dann in den Tiefkeller. Da habe ich sie dann zum ersten Mal kennengelernt. Oder wir trafen uns in der sogenannten Teestube. Also das, was zu Ebene der Erde ist, an der Wallraffplatz an der Ecke. Das war sozusagen die Kantine des WDR damals. Was inspirierend ist, das ist die Umgebung. Die Art und Weise, wie man angeregt wird durch die Umgebung. Einfach, dass es viele Freunde gibt, viele Kollegen gibt, viele verschiedene Disziplinen gibt und so weiter. Das ist ein ungeheuer anregendes Klima sozusagen.
Aber als solches, als Klima ist es anregend, inspirierend, aber nicht spezifisch musikalisch natürlich. Denn das muss aus einem selber kommen, das kann einem Literat oder ein Maler nicht geben. Obwohl andererseits natürlich schon, wenn man einen Maler bei der Arbeit sieht. Ich hatte einen guten Jugendfreund, der wohnte schräg gegenüber von mir in meiner Heimatstadt Braunschweig. Und mit dem war ich nicht auf derselben Schule, aber wir kannten einander. Und ich war oft bei ihm und habe ihm beim Malen zugeguckt. Und er kam auch zu mir rüber, und dann tranken wir eine Flasche Schnaps zusammen und spielten Karten und redeten über Kunst oder über Literatur, über Politik und so weiter. Also, und ich muss sagen, jemanden bei seiner Arbeit zugucken, das ist immer eine schöne Sache. Ich erinnere mich schon als Volksschüler, es muss als Volksschüler gewesen sein, als Grundschüler, dass ich den Auftrag bekam, zu irgendeinem Handwerker, und nicht nur ich, die ganze Klasse natürlich, jeder musste sich einen Handwerker suchen, bei dem mal eine Stunde oder zwei im Atelier sitzen und hinterher einen Aufsatz darüber schreiben. Und ich war bei einem Schuster gewesen, hatte dem zugeguckt und mir erzählen lassen, wie man Schuhe repariert. Das war noch einer mit dieser altmodischen Schusterkugel, die über ihm hing, und der da in seinem Leisten saß und seine Arbeit ausführte. Das hat mich ungeheuer inspiriert als solches. Es ist sehr schön, Fachleuten zuzugucken bei der Arbeit. Jemand, der etwas kann, wie der das macht. Und in diesem Sinne gibt es natürlich eine Anregung. Weshalb ich beispielsweise, wenn ich in ein Museum gehe, von irgendwelchen großen Porträtschinken keineswegs angeregt werde, aber von der Abteilung für Gebrauchskunst, ja. Denn da sieht man, wie jemand experimentiert durchs Machen. Ob das nun Glasbläser sind oder ob das Porzellankünstler sind und so weiter, oder die einfach Bestecke machen oder Stühle. Dieser handwerkliche Aspekt, der hat ein anregendes Moment in sich, finde ich. Aber wie gesagt, das muss man natürlich ganz sogar übersetzen dann in das eigene Handwerk. Und das habe ich an der Zeit in Köln ganz außerordentlich geschätzt. Diese Art von Aufgehobensein in einer Gruppe von Leuten, mit denen man sich, obwohl man völlig andere Disziplinen hat, doch ganz sogar versteht, weil es eine gemeinsame Basis gibt. Es verlagert sich das ganze Gespräch überhaupt auf sozusagen die dritte Person, also das Terzium Kooperation ist, sagen wir mal, in dem Helms war der einzige Literat. Weil Metzger, der schrieb zwar, aber lieber nicht, er redete lieber, als er schrieb. Das war ihm zu viel Arbeit eigentlich schon. Und witzig sein kann man ohne zu schreiben, das kann man auch im Gespräch. Aber Helms war der Einzige, der tatsächlich berufshalber schrieb, während die anderen eben nicht schrieben. Infolgedessen wurde sehr viel über Literatur geredet. Das war etwas, was für jeden sozusagen das Terzium Comparationis war, worüber man gemeinsam reden konnte, gemeinsam Erfahrungen. Infolgedessen verständigten wir uns über Literatur. Ob das Adorno war oder Bloch war oder Benjamin war oder Krakauer oder was weiß ich, allerlei Namen wurden dann genannt, gesprächsweise und durchgenommen. Und man sorgte dafür, dass man die Bücher im Hause hatte und redete dann also via die Literatur doch wieder letzten Endes über die eigene Interessensphäre. Da gab es das Lux ab Dom, dieses Kunstkino, direkt am Anfang der Hohen Straße. Und da ging man hin, um all die neuesten Filme zu sehen, die man leider jetzt nie mehr sieht. Im Fernsehen wurden sie vor Jahrzehnten ab und zu nochmal gespielt. Gegenwärtig sieht man sie kaum noch. Aber damals, vor allem nach dem Krieg, die ganzen neuen Entwicklungen auf dem Gebiet des Films, konnte man da mitmachen. Oder ich denke an die Galerie 22 in Düsseldorf, wo Jean-Pierre Wilhelm und Manfred de la Motte diese Galerie hatten, wo Carlo de Goetz und Schulze und sein Wort Pike aufgetreten ist, mit seinem Hommage à Cage, und wo Helms aus seinem Farmerlisbois vorgelesen und so weiter, wo man also mit den Malern zusammenkam und diskutieren konnte, wo auch Musik aufgeführt wurde. Oder ich denke an, wir waren noch etwas anderes eben gegenwärtig gewesen, mal eben gucken. Ja, ich habe gerade den Faden verloren, ich wusste es noch. Es war eigentlich, weil die Künstler tun sich natürlich immer zusammen, aber auf der anderen Seite sind sie doch meistens außerordentlich stark auf ihren eigenen Beruf, ihr eigenes Atelier, ihre eigene Produktion, ihre eigene Kundschaft auch eingestellt oder Auftraggeber. Während sie sich da in Köln, das wahrscheinlich nicht so häufige Ereignis,
eingestellt hatte, dass so viele unterschiedliche Künstler oder Intellektuelle oder wie man ihn nennen will, zusammenkamen und einander mochten, ungefähr gleichaltrig waren oder jedenfalls die Altersunterschiede, ja, die gab es schon, aber die wurden nicht besonders wichtig genommen. Und alle waren gleichzeitig auch Verehrer von Adorno. Adorno wusste das. Wenn er kam in Düsseldorf etwa, einen Vortrag hielt, dann diese ganze Mannschaft, von der wir jetzt gerade gesprochen haben, fuhr dann geschlossen im Eisenbahnzug nach Düsseldorf, um dann seinem Vortrag zuzuhören. Hinterher saßen wir mit Teddy alle zusammen irgendwie im Restaurant und tranken was und aßen was. Also insofern war... Und dazu kam auch noch, dass man wusste, dass Leute aus Amerika oder aus sonstigen fernen Ländern kamen, am Hauptbahnhof ausstiegen und etwas schräg über den Bahnhof, über den Domvorplatz und dann über den Wallraffplatz gingen zu dem berühmten Kölner Studio. Und so kamen dann also auch allerlei Leute, ob das so der Hindemith war, der zu uns gekommen war, oder der Dirigent Hermann Scherchen, oder sehr bekannter, damals sehr bekannter Komponist und vor allem Theoretiker aus Amerika, der dann noch in einer amerikanischen Zeitschrift über das Studio und über das Interview mit mir einen großen Artikel veröffentlicht hat. Und so, man hatte das Gefühl, an einem wichtigen Platz zu sein, wo etwas passiert, ziemlich einmalig, ohne dass es irgendeine Anstrengung kostete, denn man war sozusagen aufgehoben in einem ganzen Kreis von Gleichgesinnten. Nicht, dass es nicht irgendwo Meinungsverschiedenheiten über das eine oder andere gegeben hätte, aber das kann ja dass die Diskussion nur anregen. Ohne dass man also um irgendetwas kämpfen oder fechten musste, keinen Platz an der Sonne, den man haben musste. Der WDR hat sozusagen einen roten Teppich hingelegt, sozusagen, indem er diese Studiogründung ermöglichte. Und da saßen wir dann und sonnten uns ein bisschen in dem holden Lächeln des Intendanten, der das alles ermöglicht hat. Frankfurter Schule zusammenbringt, nicht? Also diese sehr links gerichtete, die meisten von uns waren mindestens Sozialisten, wenn nicht gar Kommunisten, zumindest der Intention nach. Also wir waren durchaus außerordentlich kritisch eingestellt allen gegenüber. Und ich weiß auch, dass der Bundesnachrichten, wie heißt das, also die Geheimdienste einige unserer Telefone abhörte, weil wir sehr ungezwungen und außerordentlich kritisch auch über politische Dinge miteinander unterhielten und durchaus auch unsere Tätigkeit, das Malen, das Schreiben, das Komponieren und so weiter, als, wie soll ich sagen, als öffentliche, als politische Akte betrachteten. Nicht, dass wir etwa politische Musik machten, im Sinne von Kampfliedern oder dergleichen, das nicht, aber man meinte schon, dass man doch innerhalb, auch etwa mit den Tönen der Musik, so etwas wie einen Beitrag leisten kann zu dem, was man, wie soll man das nennen, eine demokratische Gesinnung, weil Schönberg hat schon von der Demokratie der Töne gesprochen. Und wo man doch also meint, und Herbert Brünn hat sich ganz besonders stark gemacht für solche Ideen, um doch zu versuchen, die erwünschte gesellschaftliche Ordnung dann wenigstens auf künstlerischem Bereich schon einmal vorwegzunehmen oder auszugestalten. Also insofern war es dann durchaus von politischem Bewusstsein gedrängtes, ich hätte jetzt mal gesagt, Kulturschaffen, aber ich glaube, das Wort gibt es nicht mehr oder sollte es nicht mehr geben. Etwa die schrägen Klänge, die bei Stockhausens Gesang der Jünglinge vorkommen, die sind keineswegs als Bürgerschreck gemeint. Die sind wirklich absolut seriös gemeint als Arbeit, eben in einem Material, das nicht aus Geigen, Klarinett und Trompeten besteht, sondern eben aus andersartigen Klängen, die er für diesen Zweck für richtig hielt und ausprobiert und ausgearbeitet hatte. Das war nicht als Bürgerschreck gemeint. Und auch die Klänge, die etwas harschen Klänge, zumindest die wurden sie seinerzeit so empfunden, in meinen Klangfiguren 2, die im gleichen Konzert mit Stockhaus Gesang der Jünglinge uraufgeführt worden war, auch die waren nicht gemeint, um anderen Leuten Schrecken einzujagen, obwohl ich mir schon bewusst war, dass es für den einen oder anderen Konzerthörer wahrscheinlich eine harte Nuss sein würde. Aber auf der anderen Seite hatten wir mitgeholfen bei der Aufführung des Ballettes von Erich Satie, Ballade. Und da kommt vor in der Orchesterbesetzung Schiffssirenen.
Und es gibt auch im Orchester oder jedenfalls für den Gebrauch im Theater, in der Operbühne, Sirenen, die man dreht und die dann so ein sirenenartiges Geheul produzieren. Warum dieses Instrument für diese Aufführung von Ballard nicht benutzt wurde mit dem Sinfonieorchester, weiß ich nicht. Jedenfalls wurde ein elektronisches Instrument dafür benutzt, das wir bei uns im Studio hatten und das dann im Regieraum aufgestellt wurde, dann eingespielt wurde in den Konzertsaal, wo dann die instrumentale Aufführung stattfand. Das war ein Stück, wo also nicht nur diese Sirenen vorkommen, sondern auch Schreibmaschinengeklapper, Pistolenschüsse und lauter solche Sachen. Also solche Sachen wurden ja damals gleichzeitig aufgeführt, also an fremdartigen und merkwürdigen Klängen gab es ja damals doch das eine oder andere, auch wenn das nicht so oft aufgeführt wurde. Ich habe gerade eine Broschüre gelesen über einen mecklenburgischen und völlig vergessenen Komponisten namens Bölkow, der Landmaschinen in seinen Symphonien benutzt hat, in seinen Stücken benutzt hat. Also das war Dreschflegel, die gedengelt werden und derartige Sachen. Das war schon im 19. Jahrhundert, in der Mitte des gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Ein Komponist, der bekannt war mit Friedrich von Flotow, der in Schwerin tätig war. Und, aber selbst Richard Wagner, der angeblich eingeladen hat nach Bayreuth, völlig vergessen. Und aber er hat ein sehr lustiges Tagebuch geschrieben, das habe ich gerade gelesen gestern. Dadurch ist mir das noch frisch im Gedächtnis. Also insofern war eigentlich auch dem hörenden Publikum in Köln die Begegnung mit, sagen wir mal, sehr fremdartigen Klängen, die außerhalb des normalen klassischen Symphonieorchesters liegen, nicht unbedingt fremd. Aber ein Stück, was dann ausschließlich aus solchen merkwürdigen Klängen besteht, das ging dann doch ein bisschen weiter. Und das, was dann den Bauermeister in ihrem Anti-Festival mit Cage und so weiter produzierte, ja, das ging ja schon überhaupt nicht mehr für ein breites, zahlendes Publikum, das doch schließlich gewisse Erwartungen hegt, wenn es seine Eintrittskarten kauft. Und das will man sich nicht entfremden, das Publikum. Thank you.
Die Lehrer kommen in den Abitur, mit den Hacken. Der. Buch der Veronika, bitte 50 Auflagen. Tonnenkohle und das Totenhemd an die Börse, da braucht man auch nichts. Sebastian Hartmann, ein neuer Schauspieler. Wir machen eine Bombe draus. Vorstellung. Das ist ein Problem. Zwo Fuder Quay Thaum Simsest Falakwest Beni Ibi Ubi Patriarch All Deo Arkgeschwister Streuselsam Der Quengel mit Schlingelt schnuckisch oberstart ins Geplänkel. Geh, schau, wie lieblich losen blühen im Heimglättchen. Nox. Schlag tot, Löwe von Düsseldorf, Heidenreich von Prager Altstadt und Himmelmanns Hagerich. Sie konzentrierten schon früh vor Macht Anbruch Seife aus Bein für die Pracht am Pein. Hieland tracht nach alles, lacht überall, kapitalisiert sie all die Fassis, Schleimerias, Waps, Schenknies und Kompartei.